Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben letztes Mal ja so ziemlich einen Großteil von dem, was wir im Livestream schon vorgearbeitet hatten, nachgeholt. Diesmal ohne jegliche Ruckler, viel angenehmer. Tja, anscheinend gibt es ja echt ein Problem mit dem Streaming-Programm, aber wir werden das nochmal testen. Ich habe jetzt ein anderes gefunden, beziehungsweise eine neuere Version. Das müsste eigentlich dann besser funktionieren, hoffe ich zumindest. Und naja, solange ich das noch nicht getestet habe, bleibt es mit den Livestreams sowieso erstmal. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, hier bei Recore weiterzumachen. Bisher weiß man ja noch nichts. Also ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gespielt, privat so für mich, und weiß schon so das ein oder andere. Der Pylon ist im nächsten Sektor, Mac. Genau, da müssen wir dann hin. Aber letztendlich Betäuben. Genau, betäubt ihr mal. So. Oh, schnell, komm, gib mir den Kern. Komm schon, gib den Kern her. Yes, sehr gut. So, den hole ich mir auch. So, und meins. Sehr schön. Yes, auch meiner. Ach, sehr schön. Ja, also letztendlich ist es ja so, ich habe halt ein bisschen weiter gespielt, aber man hat ja auch gesagt, von wegen, ja, das soll hier ein neues Franchise werden und so. Also unabhängig von dem, was ich weitergespielt habe. Aber ich habe da jetzt noch nicht so was großartig zugelesen, was man denn damit vorhat. Ich weiß nicht, ob man das. Da hinten ist eine Höhle. Ich muss die manuelle Überbrückung einleiten, weil unser Schrotthaufen im Sand feststeckt. Ätzend, ne? Ha. Was ist das hier? Ist hier vielleicht eine Kiste oder sowas? Logbuch. Dr. Julius Roldan, wissenschaftlicher Leiter des Neu-Eden-Projekts. Aha. Heute ist der 17. April 2053. Der erste Tag meiner ersten Schicht auf der Planetenoberfläche. Alle anderen Teams sind sicher gelandet und schlafen in ihren Crawlern. Laut den Vorhersagen sollen die Stürme in ein paar Tagen nachlassen. Dann müsste ich Übertragungen von der Mandatkontrollstation empfangen können. Natürlich werden sie wegen der Entfernung zwischen der Erde und Neu-Eden Jahrzehnte alt sein. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Bis dahin gibt's jede Menge zu tun. Erstens herausfinden, wie viele der Kernbord-Voraustrupps funktionieren. Die Menschheit muss eine neue Welt aufbauen. Und allein schaffen wir das nicht. Das hört sich echt ganz schön dramatisch an, ne? Mit der Erde. Also man sitzt da wirklich die ganze Zeit auf uns. Ich finde das ja immer so ein bisschen komisch, dieser Gedanke, man wäre dann eingefroren und würde dann zig hundert Jahre später bei Bedarf dann halt geweckt werden. Und ja, was passiert in der Zwischenzeit? Also du hast dann ja eigentlich, also du bist dann zig hundert Jahre alt, aber hast eigentlich gar nicht gelebt. Und legst dich dann wieder hin und ja, also finde ich irgendwie seltsam. Ihr nicht? Ja, oder? Ich weiß ja nicht. Bisschen spooky der Gedanke. Wobei auch natürlich durchaus reizvoll. Es gibt's ja, beziehungsweise weiß ich gar nicht mehr, ob das noch so weit erlaubt ist, aber es gab in Amerika ein Unternehmen, die haben das wirklich verkauft. Da konnte man sich einfrieren lassen. Da gab es schon die ersten, die sich haben einfrieren lassen. Dagegen gab es aber eine Zeit lang mal auch einen Rechtsstreit deswegen. Also ich müsste es nochmal nachgucken, ob es dieses Unternehmen noch gibt. Weil da konnte man für teuer Geld nämlich wirklich sagen, okay, hey, ich lass mich einfrieren. Oh. Und wenn dann halt die Zeit gekommen ist, dann möchte ich wieder aufgetaut werden. Das war bei vielen so nach dem Motto, hey, wenn dann halt irgendwas ist. So nach dem Motto, hey, wenn wir fliegende Autos haben, so nach dem Motto, da sind jetzt Spaß, ne, aber das ist bei manchen wirklich so noch ein Logbuch, okay. Guten Morgen, Dr. Roldan. Wie geht es Ihnen? Hier spricht Kommunikationsleiterin Natalie Bright, Kontrollstation Houston. Leider ist dies eine ungeplante Übertragung. Sie sehen sicher, dass Sie nicht auf Neu-Eden sind. Technisch gesehen sind Sie sogar noch im Sol-System. Allerdings gibt es Ungereimtheiten in den Antriebsstatusberichten und wir wollten sichergehen, dass es nichts Ernstes ist. Wie Sie wissen, muss jeder Fehler in Berichten der Kernbord-Crew-Mitglieder vom Missionsleiter überprüft werden. In diesem Fall also von Ihnen. Es tut mir leid, Sie deswegen mit einem Notfallalarm zu wecken, aber Sie müssen mir innerhalb von 12 Stunden Schiffszeit einen neuen Statusbericht senden. Während
Währenddessen überwache ich die Kommunikation der Neu-Eden-Mission. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Das hört sich hier gar nicht gut an. Also, ist jetzt die Sache, sind wir jetzt wirklich auf Neu-Eden oder nicht? Weil sie hat ja eben gesagt, hey, wir sind noch nicht mal auf Neu-Eden angekommen. Und sind noch nicht mal aus dem Sol-System raus. Also, interessant. Na, lauter Geheimnisse hier in dem Spiel. So, gucken. Bleib wachsam, Mac. Die Kernbots in diesem Sektor sehen auch verdorben aus. Ja, so ein bisschen, möchte man sagen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss ja rumgucken, ne? Wir wollen ja alles mit hier finden. Hier ist nichts. Ich glaube, da hinten war auch nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir gucken lieber vorsichtshalber nach. Man weiß ja nie, nee, auch zum Buddeln sehe ich hier jetzt nichts. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, sagt Mac einem Bescheid und sagt, hey, hier habe ich was, oder eine Stelle zum Buddeln gefunden. Aber ich weiß nicht, also ich hatte es bisher, glaube ich, einmal, dass er das gemacht hat. Ansonsten eigentlich nicht. Was hat er denn? Der Pylon ist komplett zerstört. Übel, ne? Die anderen auch da hinten. Wenn ich das so sehe. Kein Terraforming. Ich weiß, Mac. Komm, gehen wir zum Pylon, bevor der Sturm hier ist. Oh. So, mal gucken. Darüber. Das ist das Kontrollzentrum des Pylon. Aha. Oder was davon übrig ist. Ja, eher was davon übrig ist, ne? Viel ist es nicht. So, da hinten war, glaube ich, nichts. Ich glaube, hier war auch nichts weiter. An der Stelle, nee. Beziehungsweise gut. So, habe ich alle? Ja, ich glaube schon. Irgendwas zeigt das hier noch an. Normalerweise bedeutet das, irgendjemand schießt auf uns. Ach doch, da kommen sie. Siehste. Hier den großen am besten. Oh nee, machen wir den kleinen. Der will, glaube ich, als erstes. Ne, können wir dem gleich den Kern wegnehmen. Von wo? Ah, nein, nein. Okay. Übel. Jemand hat die Höhlen modifiziert. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich mag es auch nicht herausfinden wollen. Aber es ist nicht nett. Ach, das bist du. Ich habe mich schon gewundert. Es ist komisch, dass die jetzt schon auftauchen. Normalerweise kommen die erst einiges später, wenn man wirklich hier hinten ist, dann halt. Sind das K9-Höhlen? So welche habe ich noch nie gesehen. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, wovon die Gute da spricht. So, eigentlich hätte man noch einfacher raufgekonnt, aber so sah es irgendwie ein bisschen stylischer aus, fand ich jetzt. So, dann sammeln wir mal die ganzen Einzelteile, die wir denn auch brauchen, ein. Schon krass, was man alles wirklich benötigt. Auch später dann noch, wie viel Ressourcen gebraucht werden, damit das alles funktioniert. Schon heftig. So, wir sammeln das hier ein. Keine Panik. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach unten, weil hier unten ist ja auch noch was. Ja, los, komm weg. Wir müssen hier hin. Uiuiui. Das sieht schon irgendwie krass aus, ne? So, ist da irgendwas? Ich glaube, da liegt so ein Behälter, die man zerstören kann. Schade. Kann man nicht. So, kann ich hier drauf stehen? Jo, sehr schön. Da kann ich nämlich bequem drauf springen. Wollen keine Gedanken machen. Ah, da haben wir ein Geräusch, das eigentlich immer von der Kiste stammt.
Ah, da können wir noch nicht rauf. Nee. Genau. Von dieser Kiste da. Hört man jetzt gerade schön, ne? Dieses Geräusch. Das nimmt man sehr gut wahr, finde ich. Dann kann man ein bisschen gucken, wenn man das Geräusch hört. Sonst heute, hey, da ist ja dann doch irgendwas. Ah, dieser Wandler. Das brauchen wir ja, damit wir dann das entsprechend drucken können. Haben wir das mal schmerzhaft rausfinden müssen, dass das nicht geht. Dass wir nicht weiter unseren Mac aufrüsten können. Weil halt entsprechend diese Teile fehlen. Ja, echt schade gewesen. Muss ich wirklich sagen. Noch ein Einbruchtrag. 29. April 2023. Ah. Victor und ich haben eine Woche bis zum Landeplatz der Versorgungsfahrzeuge gebraucht. Wir mussten mit dem Crawler eine Steinlawine umfahren, die nirgends verzeichnet war. Aber die meisten sind in gutem Zustand. Und der Hauptkern ist Gott sei Dank sicher. Ohne ihn wäre kein Terraforming auf diesem Planet möglich. In 200 Jahren hat Neu-Eden einen blauen Himmel, Wasser und Bäume. Es wird ein Paradies. Die Erde vor Sandteufel. Victor überwacht den Bau der Phase 1-Anlagen, während ich den Hauptkern online bringe. Wenn er und die anderen Kernbots weiter so gut funktionieren, muss ich für diese Schicht vielleicht keine anderen Menschen wecken. Okay. Oh, komm, gib mir deinen Kern. Ups. Sehr schön. Guck dir das an. Es lohnt sich jedes Mal richtig hier. So, das hätten wir auch. Dann ist noch ein Bauplan. Alles über das Bauplan ist hier. Zumindest so ein Teilchen zum Mitnehmen. Hier noch irgendwas? Nö. Ja, das mit Neu-Eden sollte ja wirklich eine Rettung sein. Das mit den Sandteufeln habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was das ist. Auf jeden Fall muss es irgendeine Seuche oder irgendwas Schlimmes sein, was die Menschen wirklich extrem schnell dahin rafft. Also zumindest, was ich jetzt gelesen hatte, in der einen Memo stand das hier, die man nachlesen kann, ist das so, dass diese Sandteufel praktisch, wenn die einen befallen, irgendein Körperteil, dann hat man die Chance, das ganz schnell zu amputieren, um das zu verhindern, weil ansonsten ist man im Arsch. Der Sturm wird heftiger. Wir müssen da rein. Schnell! So. Hier ist nichts weiter. Wir sehen da unten. Da ist noch was. Schöner Sandsturm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, eigentlich nicht. Ach ja, halt, Moment. Wir haben das Geräusch schon eben gehört, ne? Also man kann das schon von relativ weit weg hören, finde ich. Das ist sehr schön. Ist auch cool, wie wenn man das selber so eine Kiste aufmacht, wo man sagt, oh ja, bitte lass was Gutes drin sein und irgendwas Cooles, ne? Finde ich ganz lustig, dass das der Charakter hier macht. Das ist irgendwie ganz, ganz angenehm. Dann so diese eigenen Gamer-Aussagen halt von dem Charakter, den man zockt, zu hören. Irgendwie hat das was, weiß auch nicht. So. Berechnungen sollte die Umwelt ungefähr 200 Jahre nach Aktivierung Pylonen stabil genug sein. Sollte allerdings ein Pylon ausfallen, tja, dann nicht. Tja, ist er ja anscheinend, ne? Sehen wir ja. Diese Tür hat keinen Saft. Vielleicht fehlt da ja der Kern, den wir gefunden haben. Ah, dieser Kern, ja. Versuchen wir es mal. So, wir sehen's. Können wir jetzt den einsetzen. Wir sehen auch immer, wie von wem was brauchen wir, was gibt es, wie viele Schätze, wie viele Baupläne und so weiter und so fort. Und wie viele von diesen Kristallen brauchen wir. Wir haben momentan einen einzigen. Später ist es so, dass wir noch viel, viel mehr dadurch bekommen. Das ist praktisch so wie so eine Art Schlüsselvoraussetzung. Ja, nichts wie rein. Na, dann mal los. 500, Pylon 512. Das heißt, wir müssen noch 511 weitere Pylonen reparieren, damit das Terraforming funktioniert. Ja, ist schon echt krass. Also gut, ich weiß es jetzt nicht. Das ist nur eine Annahme. Kann auch sein, dass es einfach nur eine Seriennummer ist. Und wir haben hier Seriennummer 417, 512, 381 und so weiter hier nur mit. Und die sind halt da. Also es kann natürlich auch sein. Wobei es echt lustig wäre, wenn 512 Pylonen da wären und 512 sind defekt. Und wir müssen alle 512 reparieren. Das wäre ein sehr, sehr... langer Auftrag. Ja, episch, ey. Gut, dass wir aus dem Sturm raus sind. Ja, zum Glück. So, gucken wir doch mal. Suchen wir die Pylonensteuerung. Jupp. Was sollten wir tun?
noch eine Transferplatte. Genau wie die in unserem Crawler. Ha. Sehen wir sie uns an. Jo. Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Ah. Okay. Ja. Okay. Ich heiße Jewel. Und wie heißt du? Violet. Okay. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Ich glaube, Violet hat ein paar Schrauben. Ja, das kann sein. Ein bisschen crazy, vielleicht. So. Ich nehme alles mit, was ich an Erfahrungspunkte bekommen habe. Neuiden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Die vermuteten, dass es unterirdisch noch viel mehr gibt. Was haben wir hier? Da oben! Die Pylonensteuerung! Komm mit, Mac! Puh. Alles mitnehmen erstmal. Genau. So. Wunderbärchenhaft. Schön brav. Oh, schon krass, was es hier alles gibt. So, krieg ich das auch? Ja, sehr gut. Genau, wir nehmen auch mal hier alles mit, was wir noch finden. Ich weiß es ja nicht. Klar, es ist nicht viel, was hier so drin ist, aber immerhin ein bisschen was, und das brauchen wir alles. Für später. Ah, jetzt sehe ich so ein paar Sachen. Lohnneustart, okay. Hier soll ich hin. Ne, dann machen wir das mal. Starten wir den Pylonen. Achso, nicht suchen. Nein, hier, das hier. Ich schätze, ein einziger Kern reicht nicht. Für den Pylonenneustart brauchen wir mehr. Einige sogar. So. Was haben wir? 4 Stück. Ah, einen einzigen haben wir. Ah, Mist, da komme ich nicht rauf. Schade. So, dich kriege ich auch noch, keine Panik. Wenn man sie zerstört, bekommt man Einzelteile, ansonsten bekommt man Energiekern. Das ist wichtig zu wissen für die Kampfstrategie, weil wenn ich schnell meine, wenn ich halt meinen Hund durch irgendwelche Bauteile aufleveln will, dann sollte ich auf keinen Fall die Kerne sammeln, sondern die Viecher immer nur zerstören, damit ich dann eventuelle Einzelteile bekomme aus den Viechern. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Wie war das denn? Wie kam ich denn dahin? Oder ging das gar nicht? Nee, ich glaube, das ging noch gar nicht. Ach ja, schade eigentlich. Schrecklich. So, gucken, was haben wir hier oben? Ah, eine kleine Hölle. Tja. Aber da müssen wir noch einiges ranschaffen, damit der dann halt wieder funktioniert. Aber sieht zumindest sehr, sehr cool aus. Na gut, ich verabschiede mich erstmal für heute. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.